So, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann darf ich euch zur letzten Runde begrüßen. Wir haben jetzt Vorträge gehört aus der Theorie, aus der Praxis. Wir haben neue Wege kennengelernt, wir haben Inspiration kreiert, wir haben von Visionen gehört. Der nächste Sprecher kommt vom Business Reframing Institute. Und ganz ehrlich, das erste Mal, wie ich das gelesen habe, habe ich nachschlagen müssen, was denn Reframing heißt. Und ich habe herausgefunden, Reframing etwas einen neuen Rahmen gibt. Und das hat mich fasziniert. Weil der Wirtschaft, dem Business einen neuen Rahmen zu geben, das ist was, was auch mir persönlich sehr gut gefällt. Wer ist der Mann, der hier jetzt zu uns sprechen wird? Er ist in Frankreich und in den USA ausgebildet worden zum Ökonomen und zum Philosophen. Ein Professor für Ökonomie in Deutschland und den USA. Ein Autor von unzähligen Fachartikeln und Büchern. Ein gefragter Redner und Unternehmensbegleiter. Ein Mann, der durch einen Umweg auch die Schriften von Silvio Gesell kennengelernt hat, wie ich erfahren habe. Begrüßen Sie mit mir Herrn Wolfgang Berger, bitte. Ja, meine Damen und Herren, seit ungefähr 20 Jahren führe ich artgerechte Menschenhaltung in Unternehmen ein. Das ist so ähnlich wie das, was der Heini Staudinger uns erzählt hat, den göttlichen Funken in jedem von uns zum Erblühen bringen. Und das machen wir mit einer Methode in ganz kurzer Zeit in mittelständischen Unternehmen, am liebsten in Familienunternehmen. Und einer meiner Partner war der Siegfried Hoffmann. Und mit dem habe ich vor 17, 18 Jahren angefangen. Und dann habe ich eines Tages einen Anruf bekommen aus Villach in Kärnten von der Paracelsus Akademie. Die haben gesagt, wir planen einen großen Kongress über Sinn und wir haben jemanden, der über den Sinn der Schöpfung redet, einen, der über Sinn in der Literatur spricht, einen Sinn und Geschichte, einen Historiker, einen über Sinn und Gott, irgendeinen Kirchenmann, und wir suchen jemanden, der über Sinn und Geld einen Vortrag hält. Und dann habe ich gesagt, Termin, was zahlen Sie? Und das war beides okay. Und dann habe ich zugesagt und habe gedacht, über Sinn kann ich viel sagen, weil wir Sinn in Unternehmen tragen. Von Geld habe ich keine Ahnung, aber ich habe ja 4-5 Monate Zeit. Bis dahin habe ich Ahnung. Und dann habe ich meinem Freund und Partner Siegfried Hoffmann erzählt, was ich hier für einen Vortrag angenommen habe. Und dann hat er gesagt, wenn du diesen Vortrag vorbereitest und dich nicht vorher mit dem Silvio Gesell beschäftigst, dann kündige ich dir die Freundschaft. Das war eine brutale Drohung, denn er war ein richtig guter Freund von mir und ich habe ihm dann gesagt, was ist das für ein komischer Typ, wenn das was Vernünftiges wäre, hätte ich doch im Studium davon gehört. Und er hatte vorher mir schon immer versucht beizubringen, du musst dich mal mit dem Finanzsystem beschäftigen. Du bist ein guter Lehrer, der komplizierte Dinge einfach erklären kann und du musst den Leuten erklären, wie das Finanzsystem funktioniert. Und dann habe ich gesagt, Siegfried, du bist Ingenieur, du hast davon keinen blassen Schimmer, ich habe das studiert. Und wenn du eine bessere Idee gehabt hättest, oder hättest du mal rechtzeitig auf die andere Seite von der Mauer in Berlin gehen können, vielleicht hättest du im Osten das Ding verklickern können. Das heißt, ich habe ihn brutal abprallen lassen. Er ist nicht an mich rangekommen. Ich bin mit meinen Paradigmen vom Studium weitergegangen, habe Karriere gemacht und alles Mögliche. Und wenn Sie Volkswirtschaftslehre studieren, kriegen Sie im ersten Semester eine Injektion ins Blut. Und die Injektion heißt TINA, There is no alternative.
Zu diesem System gibt es keine Alternative. Die hat es im Osten gegeben, der Kommunismus ist gescheitert, das wissen wir. Und was jetzt übrig bleibt, ist das Einzige, was funktioniert. Also denken wir nicht über Alternativen nach. Und so, diese Injektionen ins Blut werden jeden Semester wiederholt. Und wenn man dann das Studium abgeschlossen hat, das Blut geht durch alle Organe, es ist Teil der eigenen Identität, dann kann man nicht mehr anders. Und wenn ich mein Geld verdient hätte mit Volkswirtschaftslehre, indem ich da, ich bin irgendwann ausgestiegen aus der Universität, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe, wenn ich mein Geld verdient hätte und hätte Erfolg gehabt, mit Lehre, mit Veröffentlichungen, mit Drittmitteln, mit großen Aufträgen, Forschungsaufträgen und so weiter, ob ich dann in der Lage gewesen wäre, Ihnen das zu erzählen, was ich jetzt gleich erzähle, ich bin nicht in Versuchung geführt worden. Ich weiß es nicht, ob ich die Größe gehabt hätte, hinterher zu sagen, nachdem ich mein ganzes Leben auf diesen Gedanken aufgebaut habe, zu sagen, vielleicht habe ich mein ganzes Leben nur Blödsinn gemacht. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich habe mein Geld mit Business Planning verdient, mit was völlig anderem und war deshalb frei, andere Dinge zu denken. Und ich habe dann natürlich gedacht, ich bin es einem Freund schuldig, jetzt nicht nur diagonal drüber zu gehen und alles als Quatsch zu befinden. Ich musste mich ernsthaft mit dem Silvio Gesell beschäftigen, um meinem Freund zu beweisen, dass es Schwachsinn ist. Und um zu beweisen, dass es Schwachsinn ist, muss man schon tief einsteigen. Und als ich das gemacht habe, ist was Schreckliches passiert. Ich habe gemerkt, dass ich in meinem ganzen Studium zu diesem Thema nur Schwachsinn gelernt habe. Ja, und dann habe ich diesen ersten Vortrag in Villach gehalten, noch ziemlich unsicher, da konnte ich noch nicht frei drüber reden. Und 14 Tage vorher ist der Siegfried Hoffmann gestorben. Und da habe ich den Vortrag begonnen, indem ich genau diese Geschichte, wie ich zum Thema gekommen bin, erzählt habe. Und habe dann gesagt, und in einer Frequenz, die wir alle nicht wahrnehmen können, ist er jetzt hier im Saal und freut sich, dass er die letzte Mission seines Lebens erfüllt hat, nämlich mich an dieses Thema zu bringen. Und deshalb bin ich jetzt auch hier und nehme das sehr wichtig. Ich fülle praktisch meine ganze Freizeit, mit der ich nicht Geld verdiene, mit diesem Thema und nehme Vorträge an und veröffentliche und schreibe alles Mögliche. Und die Dinge, die ich Ihnen jetzt präsentieren werde, werden vom Mainstream totgeschwiegen, echt totgeschwiegen. Finden Sie in keiner Zeitung, gar nicht. Es gibt eine einzige Zeitschrift im deutschsprachigen Raum, die darüber schreibt, die liegt da hinten aus mit ein paar Restheften. Da können Sie das nachlesen, nicht nur von mir, auch von anderen. Ich bin einer von vielen, die das genauso gut erzählen und erklären können wie ich. Ich bin nur einer von denen, die da schreiben, aber ist das die, wirklich die einzige Zeitschrift, keine andere Zeitschrift berichtet darüber. Und ich will Ihnen jetzt mal in 5 Minuten das Finanzsystem erklären. Dann werden Sie das verstanden haben. In 5 Minuten. Das ist nämlich ganz, ganz einfach. Und alle, die sagen, es wäre so kompliziert, die wollen nicht, dass sie das verstehen. Das ist auch ganz, ganz einfach. Dahinter ist Strategie. Sie werden es in 5 Minuten verstanden haben. Und ich zeige Ihnen jetzt mal ein Bild von der wirtschaftlichen Entwicklung in, sagen wir mal, seit 1950. Der Tobias Lettenbacher hat das gleiche Bild in einer anderen Form schon gezeigt. Das ging 1950 hier los, da hatten wir gar nichts. Da haben wir von vorne angefangen. Und dann ist seit 1950 die Wirtschaft in jedem Jahr absolut mit den gleichen Zahlen gewachsen. Und sie wächst weiter. Immer gleich. Und natürlich ist das klar, wenn Sie auf 100 15 draufpacken, auf 100 Millionen 15 draufpacken, das ist 15%. Das waren unsere Wachstumsraten damals. Und wenn wir dadurch jetzt bei 1000 sind und packen immer noch die 15 drauf, dann ist es natürlich nur noch 1,5%. Das heißt, dieses lineare Wachstum führt automatisch zu einer Verringerung des prozentualen Wachstums. Das ist ein ganz logischer Prozess. Und nur linear sind wir ständig reicher geworden. Und dieser Reichtum, den unsere Realwirtschaft produziert hat, also die Unternehmen und die Menschen, die arbeiten und die reale Güter und Dienstleistungen produzieren und anbieten auf dem Markt, die haben das produziert, der hätte eigentlich inzwischen dazu führen müssen, dass wir nur noch 20 Stunden in der Woche arbeiten müssen und den Lebensstandard halten können. Eigentlich. Nur da ist jetzt noch eine andere Kurve. Und diese andere Kurve haben wir auch schon kennengelernt.
von dem Tobias Bettenbacher, das ist die Exponentialkurve. Und er hat uns so wunderbar erklärt, wie so eine Exponentialkurve funktioniert. Ich brauche das nicht nochmal wiederholen. Nur Sie sehen hier, da ist ein Schnittpunkt. Und bis zu diesem Punkt, da hat die Realwirtschaft mehr produziert, als der Finanzmarkt gefordert hat. Und da gab es diese hellgraue Fläche zu verteilen. Und da haben Arbeitgeber und Arbeitnehmer miteinander verhandelt und haben sich irgendwie geeinigt oder auch nicht geeinigt. Es hat mal Streit gegeben, mal Aussperrung. Aber irgendwie ist es immer gut weitergegangen. Aber es gab was zu verteilen. Es gab real mehr für alle. Und dann haben wir hier einen Schnittpunkt. Und der war jetzt vor ungefähr um das Jahr 2000, also viel früher als der Tobias Bettenbacher uns erzählt hat vorhin, um das Jahr 2000 sind die Kurven geschnitten und da ist plötzlich das, was die Realwirtschaft produziert, reicht nicht mehr aus, um die Ansprüche des Finanzsektors zu befriedigen. Und da haben wir eine Unterdeckung. Das heißt, was heißt jetzt eine Unterdeckung? Wir haben gerade erfahren, negative Zahlen gibt es eigentlich nicht, weil die nicht natürlich sind. Das heißt, wir haben eine Unterdeckung und diese Unterdeckung bedeutet, dass uns allen was weggenommen werden muss, denn bei den Tarifverhandlungen sitzen die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer. Der Finanzsektor sitzt nicht dabei. Der hat seine Forderungen, die müssen erfüllt werden. Das ist immer vorab schon gegeben. Und erst wenn die erfüllt sind, können über das, was übrig ist, können Arbeitgeber und Arbeitnehmer miteinander reden. Und diese Unterdeckung führt nun dazu, dass uns allen was weggenommen wird. Und da ist jetzt in Zahlen die Konsequenz, dass seit 10 Jahren im Großen und Ganzen die Reallöhne, die Nettoarbeitseinkommen real sinken. Das heißt, für die gleiche Arbeit bekommen wir seit 10 Jahren die arbeiten, regelmäßig weniger. Und das ist seit 15 Jahren ungefähr so, um das Jahr 2000, sinken die Realeinkommen und nicht nur in Österreich und Deutschland, in fast allen Ländern der Welt. In einigen Ländern ist es noch viel dramatischer. Und nun hat der Tobias Bettenbacher uns auch schon gesagt, dass man diese Kurve nach unten klappen kann, also diese Exponentialkurve nach oben, die Spiegel klappen wir einfach nach unten und spiegeln sie um die Senkrechte. Das ist die Verschuldung. Das heißt, wir können die exponentielle Vermehrung der Vermögen nur darstellen, wenn gleichzeitig eine exponentielle Vermehrung der Schulden stattfindet. Nun wissen wir alle, wenn Sie zur Bank gehen und sagen, ich will jetzt mal für 500.000 Kredit aufnehmen, dann sagt die Bank, welche Sicherheiten haben Sie? Und wenn Sie keine Sicherheiten bieten können, kriegen Sie keinen Kredit. Es gibt auch viele, die wollen vernünftigerweise keinen Kredit aufnehmen. Und Unternehmen, haben wir ja auch schon von gehört von Unternehmern heute früh, wie schwer kleine Unternehmen es haben, an Kredite ranzukommen. Und die Großen brauchen es gar nicht, weil die im Finanzsektor mitschwimmen und die kleinen Unternehmen ausnehmen. Das heißt, wir müssen einfach die Verschuldung vergrößern, damit die Vermehrung der Vermögen möglich wird. Und wenn die Privaten keine Schulden mehr aufnehmen wollen, wenn die Firmen keine Schulden mehr aufnehmen wollen, wer bleibt übrig? Die Bundesrepublik Österreich. Das Bundesland Niederösterreich, das Bundesland Oberösterreich, das Bundesland Burgenland, das deutsche Bundesland Bayern, die Städte Wien, München, Nürnberg, Berlin, alle bleiben übrig. Sämtliche öffentlichen Haushalte, das heißt die öffentlichen Haushalte müssen dazu gebracht werden, sich immer mehr zu verschulden, weil niemand anders mehr übrig ist, der bereit ist, sich zu verschulden oder in der Lage ist, sich zu verschulden. Die Verschuldung der öffentlichen Haushalte ist systemnotwendig. Um das System am Leben zu retten, gibt es dazu keine Alternative. Und wenn wir meinen, wir können jetzt eine Schuldenbremse einführen und einfach die Verschuldung stoppen, dann müssen wir gleichzeitig auch sagen, wem wollen wir es denn wegnehmen? Dann würde das System zusammenbrechen. Das heißt, wenn wir die Verschuldung stoppen würden, die exponentielle Zunahme der Verschuldung der öffentlichen Haushalte, müsste das System zusammenbrechen. Es könnte nicht weiter existieren. Ich habe Ihnen jetzt hier nochmal die echten Zahlen aus Österreich, haben wir es ja schon von Tobias Bettenbacher gesehen, aus Deutschland mitgebracht. Sie sehen, das sind jetzt die echten Zahlen. Das entspricht ungefähr dieser idealisierten Kurve, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Und ich denke, die Entwicklung haben wir ja gesehen, Österreich ist identisch. Es ist in allen Ländern ähnlich. Nun, das muss nicht sein.
Das muss überhaupt nicht sein. Wir haben schon das Beispiel von der Frau aus Wörgl, von Spiegelbewegt, Entschuldigung, gehört, wie wunderbar Wörgl mit fließendem Geld gefahren ist. Ich nenne das fließendes Geld, nicht mehr Freigeld. Freigeld ist der Begriff, den Silvio Gesell eingeführt hat. Ich denke, man muss das ein bisschen anpassen an moderne Begriffe, weil Freigeld denkt man immer an Freibier, das ist nichts Seriöses. Wer Geld geschenkt kriegt, wenn Geld verschenkt wird, kann das nichts Gutes sein, aber fließendes Geld, das ist ein Geldsystem, was im Mittelalter fast 300 Jahre lang existiert hat. Das waren die sogenannten Bracteaten, das waren kleine Blechfliesen. Die haben auf der einen Seite das Konterfei des Herrschers oder des Bischofs, der immer die regionale Herrschaft hatte, gehabt, und auf der anderen Seite war die Jahreszahl eingeprägt. Und am Jahresende waren die nicht mehr gültig, dann mussten die eingetauscht werden. Und dann hat der Fürst für 10 Münzen, die ich eintauschen wollte, hat er mir 8 Münzen mit dem neuen Jahresstempel gegeben und hat die eingetauschten Münzen eingeschmolzen für das Folgejahr dann. Und das hat nun zur Folge gehabt, dass die Handwerker, dass die Leute gesagt haben, dann muss ich doch das Geld vor Jahresende nach Möglichkeit ausgeben. Das heißt, es war eine Umlaufsicherung, die dafür geführt hat, dass die Leute am Jahresende entweder den Staatshaushalt finanziert haben, und das war die einzige Steuer, die erhoben worden ist, das war diese Umlaufsicherung, oder dass sie gesagt haben, wenn ich das nicht will, dann muss ich es vorher ausgeben, und wenn ich so viel nicht verjubeln und verleben kann, dann investiere ich. Und dass die reichen Unternehmer dieser Zeit, das waren die Handwerksmeister, das ist ein Mühlrad, und das Mühlrad symbolisiert auch sehr schön das Wasser. Wasser ist in der Natur, produziert es den Kreislauf, und es geht immer im Kreis in der Natur, das Wasser, und wenn das Wasser sich nicht im Kreislauf bewegen kann in der Natur, dann stirbt die Natur. Das Blut in unserem Körper ist auch im Kreislauf, und wenn das Blut sich nicht mehr bewegt, dann wissen wir, dann haben wir einen Schlaganfall oder Herzinfarkt, dann geht es nicht weiter. Und genau diese Funktion des fließenden Blutes, des fließenden Wassers, hat das fließende Geld in der Wirtschaft. Es muss immer fließen und muss als Tauschmittel dienen, aber nicht als Erdaufbewahrungsmittel. Und dieses Mühlrad symbolisiert dieses Fließen des Geldes wunderschön. Und jetzt sehen Sie mal das Haus des Müllers. Der Müller war ein Unternehmer. Und er hat dieses Riesenhaus vermutlich in 10 Jahren gebaut und hat 10 Jahre deshalb keine Steuern bezahlt, weil er das immer wieder ausgegeben hat und immer wieder weitergebaut. Und Sie sehen, wie groß dieses Haus ist. In diesem Haus haben sämtliche Bediensteten des Müllers mitgelebt. Die Mägde, die Knechte, die Lehrlinge, die gesamte Belegschaft von vielleicht 20, 30 Leuten mit allen Angehörigen hat in diesem Haus gelebt. Das war eine riesen Großfamilie oder Wohngemeinschaft. Und der Müller als Unternehmer hatte die Verpflichtung, die gesamte Sippe seiner Mitarbeiter lebenslang zu ernähren. In den Strukturen von heute wäre das eine Rentenversicherung, eine Krankenversicherung, eine Berufsunfähigkeitsversicherung, eine Unfallversicherung, also sämtliche Versicherungen, Lebensversicherungen, die man sich so vorstellen kann, wären drin. So war die Versorgung in den Strukturen der damaligen Zeit. Und jetzt sehen Sie mal in der Stadt, sah das natürlich anders aus. Da haben die in die Höhe gebaut und da war der Handwerksmeister, hat unten seine Werkstatt gehabt oder wenn es ein Einzelhändler war, sein Geschäft. Und dann hat auch sämtliche Bediensteten des Inhabers dieses Hauses, dieses Handwerksmeisters, dieses Unternehmers, haben im Haus gewohnt und sind auch da lebenslang versorgt worden. Und wenn wir jetzt mal nach Norddeutschland oder nach Nordeuropa gehen, dann sehen Sie, da gab es halt Steinhäuser in einer völlig anderen Situation, mit völlig anderer Bautechnik, aber die haben auch wunderbar funktioniert. Und es gab aber keine Verschuldung, weil es kein Finanzsektor gab. Es gab keine Banken. Es gab nur diese Münzen, die umgelaufen sind und die sich von selbst vermehrt haben. Der Adam Smith hat mal gesagt, es gibt zwei Wege zur Versklavung einer Nation. Der eine ist das Schwert und der andere ist die Verschuldung. Durch das Schwert kann man andere Nationen, also durch Krieg kann man andere Nationen unterwerfen oder versklaven. Und das ist heute gar nicht mehr nötig.
sprich Verschuldung, geht es ganz genauso. Denn es gibt eine Fülle von Beispielen, wir haben hier einiges schon gehört im Laufe des Tages, wo Staaten in die Verschuldung gezwungen werden und wo sie, nehmen wir das Beispiel Griechenland, jetzt dazu gezwungen werden, die gigantischen Reichtümer Griechenlands, es ist von an Bodenschätzen das reichste Land in ganz Europa, wo um jeden Preis erreicht werden muss, dass diese Reichtümer privatisiert werden, bevor der griechische Staat sich wehren kann und die Hand selber drauflegen kann. Darum geht es bei Griechenland, nichts anderes. In der Ukraine geht es um ganz andere Dinge. Und wenn Sie jetzt mal schauen, hier diese Brücke, die ist im Mittelalter gebaut worden, das war eine Holzbrücke zum Überqueren von Seen und Flüssen. Und da gab es keine Grenzen. Da könnte man im Mittelalter einfach von einem Land ins andere gehen, ohne Passkontrolle, ohne Grenze. Da waren in ganz Europa, gab es offene Grenzen, es ging einfach so weiter. Europa war eigentlich schon vereinigt, zwar nicht politisch, aber faktisch. Und die Menschen waren frei, sich zu bewegen, und sie wollten in der Regel nicht woanders hinziehen, weil sie die Sprache nicht konnten, weil sie das Essen nicht mochten, weil sie die Gewohnheiten nicht mochten. Sie sind am liebsten in ihrer Heimat geblieben. Aber wer wandern wollte, wer umziehen wollte, hatte alle Freiheiten, ohne jede Genehmigung woanders hinzugehen. Und dafür waren Brücken da. Und dann ist der Lebensstandard gestiegen, da wurden Fuhrwerke entwickelt und mit Fuhrwerken wurde transportiert und da mussten die Holzbrücken für Fußgänger mussten durch Steinbrücken ersetzt werden. Sie sehen hier, welcher Reichtum in der damaligen Zeit geherrscht hat, um solche Brückenbauten zu machen. Und dann sind in diesen, das war ungefähr von 1150 bis 1450, in diesen 300 Jahren sind in ganz Europa die wunderschönen mittelalterlichen Städte gegründet worden. Wir haben die heute, weil das Geld jetzt da ist, herrlich restauriert. Wenn Sie sich anschauen, die tollen österreichischen Städte mit Fachwerkhäusern aus dem Mittelalter, wenn Sie sich anschauen, die Schweizer Städte, die holländischen, die flandrischen Städte, in ganz Mitteleuropa gibt es ja eine Fülle von traumhaften, schönen Kleinstädten, die damals in diesen 300 Jahren gegründet worden sind. Und dann hat wirklich Reichtum geherrscht. Sie sehen, wie die in die Höhe gebaut haben schon. Und es hat übrigens ein paar hundert Jahre später, im Jahr 1891, hat der Deutsche Sparkassenverband in der Verbandszeitschrift geschrieben und beklagt, dass der Zinsfuß, weil so sinken würde jetzt und sich Investitionen nicht mehr rentieren, weil durch das übermäßig vorhandene Kapital die Renditen runtergehen. Und der hat auch gleich eine Lösung angeboten. 1891 hat er gesagt, die einzige Lösung, um den Zinsfuß wieder zu heben, wäre ein allgemeiner europäischer Krieg, dessen Zerstörungen so gewaltig wären, dass danach alles wieder aufgebaut werden müsste und dann würde die erwartete Kapitalverzinsung wieder möglich werden. Das heißt, da ist schon vom Sparkassenverband erkannt worden, dass das System nur durch Krieg gerettet werden kann. Wenn diese Städte dann wieder zerstört sind und wir danach wieder anfangen können, sie aufzubauen, dann kann das System weiter existieren. Und ohne die Zerstörung führt das System, wir haben noch die Exponentialkurven in beiden Richtungen vor uns, die beide jetzt schon seit 10 Jahren ganz senkrecht nach unten, nach oben gehen, führt das System zwangsläufig zum Kollaps. Und je mehr die Zentralbanken versuchen, durch Geldschwemme, die zurzeit ja Quantitative Easing, das in den USA von der Fed genannt, durch Geldschwemme, den Kollaps hinauszuzögern, umso kritischer wird der Zusammenbruch hinterher werden. Dann gab es in diesen 300 Jahren ärmliche Fischerdörfer rund um die Nord- und Ostsee. Das ist ein Bild aus Danzig. Und die sind in diesen 300 Jahren zu reichen Hansestädten geworden. Das waren die reichsten Städte der Welt, die haben miteinander im Wesentlichen Handel getrieben. Und da hat der Welthandel schon angefangen eigentlich. Zwar nicht um die ganze Welt, sondern um das, was mit Europa zusammenhing. Wenn wir heute uns anschauen, heute haben wir ein Welthandelsvolumen von 10 Billionen Dollar. Das geht immer noch in Dollar, weil Dollar die Weltleitwährung ist. Wir haben ein Bruttoinlandsprodukt der gesamten Welt von 60 Billionen Dollar.
Das Verhältnis ist okay, denn vieles wird nicht auf der Welt umgehandelt, sondern bleibt im Land. Aber wir haben abgeleitete Wertpapiere, Derivate in Höhe von 600 Billionen Dollar. Das heißt, die Rechte an dem Weltinlandsprodukt sind schon 10-mal vergeben an den Finanzsektor. 10-mal vergeben. Und der Finanzsektor ist gerade dabei, mit grün bedrucktem Papier, wo die dann Dollar noch dazu schreiben, die ganze Welt aufzukaufen. Auch von London aus, übrigens von der City of London, das sind die sogenannten Euro-Dollars. Das hat mit Euro nichts zu tun. Das sind einfach Dollars, die von der City of London ausgegeben werden, ohne Kontrolle durch die Fed in den USA. Und damit werden zurzeit gekauft Wasserrechte auf der ganzen Welt, Landrechte, Ackerbauflächen auf der ganzen Welt. Halb Afrika ist schon in der Hand von Investoren und daher kommen in Afrika Hungersnöte, weil die Investoren völlig andere Dinge mit ihrem Land machen und nicht die afrikanische Bevölkerung sich selbst ernähren lassen, die immer auch autark waren und so weiter. Dann haben wir hier eine andere Hansestadt. Sie sehen, das ist ein Teil, das ist das Holstentor in Lübeck, ein Teil der Stadtmauer. Sie sehen, wie reich die waren. Die haben in diese Stadtmauer, in den Eingang, einen ganz kleinen Eingang nur gemacht, weil die da drin so reich waren, dass sie den Eingang kontrollieren wollten, damit nicht Räuber kamen und ihnen das alles geraubt haben. Und dann hatten sie so Eisentore, die sie runterlassen konnten, wenn sie jemand nicht reinlassen wollten in die Stadt. Und in Lübeck war im Jahr 1417, gab es ein Gesetz, das besagte, es ist verboten, Hering zu verkaufen, ehe er gefangen. Es ist verboten, Korn zu verkaufen, ehe es geerntet. Und es ist verboten, Gewand zu verkaufen, ehe es genäht ist. Das heißt, in Terminologie von heute heißt das, Leerverkäufe sind verboten. Wenn ich was verkaufe, muss ich es erstmal haben. Und diese ganzen Derivate, 10-mal so groß wie das Bruttoinlandsprodukt der Welt, diese ganzen Derivate, das sind alles auf Luft aufgebaute Forderungen, wo nichts Reales dahinter steht. Das heißt, die haben damals schon mit ganz soliden kaufmännischen Regeln erkannt, worauf es wirklich ankommt. Ja, dann schauen wir uns mal hier an. Heute ist Bremen eine bettelarme Stadt. Nur Sie sehen, dieses Rathaus, was da für ein Reichtum geherrscht hat, um ein solches Rathaus zu bauen, das ist unglaublich. Und heute ist es so, dass das reichste 1% der Bevölkerung in Deutschland, ich habe jetzt nur die deutschen Zahlen im Kopf, das wird in Österreich nicht anders sein, die haben ein Geldvermögen, was so groß ist wie die Summe aller öffentlichen Schulden. Aller, also von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Summe aller öffentlichen Schulden ist gerade so groß wie das Geldvermögen der reichsten, der wohlhabendsten 1%. Und jetzt gab es natürlich Investitionsanforderungen, die weit über das hinausgingen, was ein einzelner Unternehmer, ein einzelner Handwerksmeister leisten konnte. Und das war der Schiffsbau. Und deshalb mussten in Amsterdam, wo der Schiffsbau finanziert wurde, mussten Aktien ausgegeben werden. Da konnte jeder, der viel Geld hatte und nicht selber sein Haus bauen wollte, oder der hatte schon sein Haus, der konnte sich beteiligen an einem Schiff, was dann über die ein Segelschiff, was dann über die Meere fuhr und Waren transportierte irgendwo anders hin. Und dann wurde in Amsterdam an der Börse ein Plakat aufgehängt. Und das Plakat, heute würde man sagen, Gesetzblatt wurde verteilt und das ist ein Gesetz gewesen. Es ist verboten gewesen, Aktien zu verkaufen, die jemand nicht besitzt. Auch da wieder Leerverkäufe. Man musste erstmal eine Beteiligung an einem Schiff zeichnen. Und wenn man die gezeichnet hatte und das Geld eingezahlt hatte, dann konnte man hinterher die Beteiligung auch weiterverkaufen. Mit Gewinn oder Verlust, wie immer. Der Erste hat halt ein Risiko und wenn er dann einen Gewinn macht und später jemand merkt, das Schiff, das fährt viel Gewinn ein, dann kann er es natürlich weiterverkaufen. Aber bevor jemand die Aktien besitzt, konnte er sie nicht verkaufen. Heute ist das nicht mehr so. Heute ist völlig freie Handhabe, was den ganzen Finanzmarkt betrifft, der eigentlich kaum reguliert ist. Ja, nachdem die Leute ihren Reichtum hatten, haben sie überlegt, ich will immer noch nicht die 20% Steuern zahlen, dann für dieses Leben habe ich ausgesorgt, diese reichen Handwerksmeister, die hatten halt ihren hohen Lebensstandard in der Struktur in der damaligen Zeit und die wussten nicht mehr, was sie machen sollten. Und Mietshäuser gab es nicht, jeder hat nur ein Haus für sich gebaut und alle Bediensteten waren ja untergebracht im Haus, also auf die Idee zur Vermietung und Häuser zu bauen, ist kein Mensch gekommen. Das war einfach nicht denkbar in der damaligen Zeit.
Dann haben sie gedacht, für dieses Leben haben sie ausgesorgt, jetzt müssen sie für das nächste Leben, für das Jenseits was tun und haben das Geld, was sie übrig hatten, der Kirche gespendet. Dadurch ist die Kirche reich geworden und in diesen 300 Jahren sind alle großen Dome und Kathedralen in ganz Mitteleuropa gebaut worden. Und Sie können sich vorstellen, was das für gigantische Bauwerke sind, wie unglaublich viele Menschen dort tätig waren, um das zu bauen, wie viel Material notwendig war. Das waren Riesenprojekte, die teilweise Jahrhunderte für die Fertigstellung gebraucht haben. Heute sind die Dome, die Kathedralen der Großbanken, der großen Finanzkonzerne. Und eine der größten ist die HSBC, die Hong Kong Shanghai Banking Corporation, mit Sitz in London, in der City of London, das ist eine britische Bank. Und es ist bekannt, dass die einige 60 bis 80 Milliarden Dollar mit Drogengeschäften verdient haben. Das ist bekannt, aber in Amerika wird nicht ermittelt. Kein Staatsanwalt traut sich dagegen zu ermitteln, weil diese Bank systemrelevant ist. Und wenn jetzt ermittelt würde und die Bank deshalb zusammenbrechen würde, dann würde das eine Weltfinanzkrise auslösen. Und weil das nicht sein darf, können die Manager, die diese Drogengeschäfte gemacht haben, nicht verfolgt werden. Und die Staatsanwälte haben Weisung, nicht zu ermitteln in diesem Fall. Das ist die Verbindung zwischen den ganz großen Finanzhäusern, nicht diesen soliden kleinen Banken, wie der GLS-Bank, Volksbank, Raiffeisenbank, Sparkassen. Das ist eine andere Liga, das sind nur die ganz großen Finanzhäuser, die in dieser Liga mitspielen. Und hier sehen Sie, gut, die weiße Flur ist später dazu gekommen, das ist Breslau zum Beispiel. Und da wurde noch geteilt. Da wurde über die Kirche wurden auch Almosen vergeben und wenn wirklich arme Leute übrig waren, die nirgendwo eine Stelle gekriegt hatten bei einem dieser Handwerksmeister, die sind von der Kirche ernährt worden. Und die Regel heute ist ja eine völlig andere. Die kommt aus dem angelsächsischen Bereich und heißt The winner takes it all. Also wer in der Verhandlung sich durchsetzt, der nimmt alles. Wir haben ja was Wunderbares gerade über Geben und Nehmen und Empfangen gehört. Das ist heute nicht mehr die Regel. Im Geschäftsleben geht es hart zu und da werden Dinge durchgesetzt, die mit Humanität und Fairness nichts mehr zu tun haben. Und hier ist jetzt der Dom in Prag und da fällt mir jetzt ein, weil die Kirchen haben ja nun hohe ethische Maßstäbe auch versucht in die Welt zu tragen. Diese ethischen Maßstäbe werden heute oder schon seit Jahrhunderten eigentlich im Geschäftsleben, in den großen Geschäften kaum noch berücksichtigt, nur von mittelständischen und kleinen privaten Unternehmen, aber in großen nicht mehr berücksichtigt, können gar nicht mehr berücksichtigt werden. Der Lincoln übrigens, der hat im Krieg, im Unabhängigkeitskrieg, oder wo es darum ging, die Sklaverei abzuschaffen, hat er mal gesagt, die Banker hinter mir fürchte ich mehr als die Armee der Südstaaten vor mir. Er war ganz stark der Macht dieser Finanzmogule ausgeliefert. Das ist heute sicherlich nicht anders. Ich denke, unsere Politiker heute, die sagen das nicht mehr, aber die denken das genauso. Und jetzt denken wir, Mensch, die haben so viel Reichtum geschaffen, die Leute. Die müssen doch von morgens bis abends sich kaputt gearbeitet haben. Und das ist völlig anders. Egon Friedell ist ein Kulturhistoriker aus Wien. Der hat beschrieben in weit über 1000 Seiten, wie die gelebt haben. Er hat die Speisekarten zitiert, also mit Fressgelagen, mit Saufgelagen, mit Met, mit Festen, mit Geschichtenerzählern, mit Troubadouren, mit Gauklern, mit allen möglichen. Das muss ein sehr lustiges Leben gewesen sein. Und die haben damals 100 kirchliche Feiertage im Jahr. 100 kirchliche Feiertage. Und dann war außerdem neben dem Sonntag war der blaue Montag arbeitsfrei. Und wenn man das alles zusammenrechnet, sind die auf eine Wochenarbeitszeit von allenfalls 20 Stunden. Das heißt, wenn wir uns mal, Sie erinnern sich noch an die lineare Wachstumssteigerung, die wir jedes Jahr haben am Anfang, die erste Kurve, da habe ich gesagt, eigentlich, wenn der Reichtum verteilt wird, dann müssten wir heute alle nur noch die Hälfte arbeiten. Die haben die Hälfte gearbeitet, weil es keinen Finanzsektor gab, der die andere Hälfte abgezogen hat. Und
Heute könnten wir genauso, wenn das System fließenden Geldes eingeführt wird, mit der Hälfte der Arbeit den heutigen Lebensstandard halten. Und viele würden vielleicht sagen, ich brauche keinen doppelten Lebensstandard, denn das wäre das Doppelte, was möglich wäre, wenn wir den vollen Lohn für unsere Arbeit kriegen würden. Und zwar Unternehmer und Arbeitnehmer, beide. Das sind die, die den Reichtum schaffen. Und nun ist im Mittelalter, Sie sehen, wie die das Leben genossen haben, das ist richtig schön sichtbar aus diesen tollen Figuren. Und ja, und dann ist was passiert, was heute der Finanzsektor uns vorlädt. Die Fürsten sind gierig geworden. Die haben gesagt, diese 20% reichen nicht mehr. Ich will jetzt nicht 20% Umlaufsicherung haben, ich erhöhe die 20%, die ich einbehalte, beim Wechseln der Münzen fürs nächste Jahr auf 30%, auf 40%. Und dann haben sie sogar auf 50% erhöht. Und dann kamen sie auf die Idee, wieder auf 40% runterzugehen, aber die Münzen nur für das halbe Jahr gültig zu machen. Dann mussten sie nach einem halben Jahr schon wieder umgetauscht werden. Und dann haben die Leute gesagt, das geht nicht mehr. Das Geld ist nichts mehr wert. Und die haben das weggeworfen und haben gesagt, ich arbeite nur noch im Tausch und nicht mehr für Geld. Und das war schon damals kompliziert. Ich meine, heute wäre es noch viel komplizierter in der Tauschwirtschaft. Es war schon damals kompliziert und dann ist die Wirtschaft zusammengebrochen. Und dann ist diese böse Phase des Mittelalters gekommen, die wir im Geschichtsunterricht gelernt haben. Ich weiß, in meinem Geschichtsunterricht, das war Kriegsberichterstattung. Und in diesen 300 Jahren war 300 Jahre Frieden. Der ist im Geschichtsunterricht übersprungen worden, weil da nichts passiert ist. Und ich habe es bei meinen Kindern mitgekriegt, bei denen ist es auch übersprungen worden. Das ist auch schon eine Weile her, dass die in die Schule gegangen sind. Aber ob es heute anders ist, Enkelkinder, kann ich noch nicht mitreden. Aber ich weiß es nicht. Jedenfalls, im Geschichtsunterricht ist von diesen 300 Jahren nichts übrig geblieben, weil wahrscheinlich die Historiker, die diese Lehrbücher geschrieben haben, nicht wussten, was sie da erzählen sollen. Denn diese Dinge sind nicht bekannt. Sie werden nirgendwo veröffentlicht, außer in der einen Zeitschrift, die da hinten noch ein paar Exemplaren ausliegt. Und dann haben die Fürsten, dann haben die Leute gesagt, wir wollen jetzt richtiges Geld, werthaltiges Geld, also das heißt Edelmetallgeld. Und dann wurden in Böhmen die Silberbergwerke hochgefahren, das war der Joachimstaler, später hieß er nur noch Taler, und dann haben die Leute richtiges Geld gekriegt, Goldmünzen, Silbermünzen, wo der Siegel nur die Reinheit der Prägung bestätigt hat. Und, aber der Wert war der Wert des Metalls, der auf der Waage angezeigt wurde. Und dann haben die Leute diese Münzen in der Hand gehabt, und das war jetzt richtiges Geld, und haben gesagt, toll, das ist jetzt richtiges Geld, das brauche ich nicht mehr auszugeben, denn das behält ja seinen Wert. Und dann haben sie es in den Bauernhäusern auf die hohe Kante gelegt. Das war dieser Querbalken unterm Dach, wo man mit einer hohen Leiter hochsteigen musste, um das da oben drauf zu legen. Das war die hohe Kante. Und da war es sicher, keiner wusste, dass das da oben lag. Und da lagen dann die ganzen Gold- und Silbermünzen und wurden nicht mehr ausgegeben. Und dann kam die große Wirtschaftskrise. Dann kam die düstere Phase des Mittelalters mit Pest, mit Kriegen, mit dem 30-jährigen Krieg, wo in der Pest ist ja die Hälfte oder mehr als die Hälfte der mitteleuropäischen Bevölkerung weggerafft worden. Und davon wissen wir im Geschichtsunterricht. Und das bildet unser Mittelalterbild. Das stellen wir uns in der Mittelalter vor, wie schrecklich das war. Und wie schön die vorher gelebt haben in 300 Jahren mit fließendem Geld, davon machen wir uns keine Vorstellung mehr. Und ja, das war so die Geschichte des fließenden Geldes. Und das könnten wir natürlich heute viel einfacher haben. Denn mit den heutigen Möglichkeiten der Informationstechnik könnte die Zentralbank ganz einfach fließendes Geld einführen, wenn die sich mal damit beschäftigen würden und wüssten, wie das funktioniert. Die Gebühr könnte abgezogen werden von den Konten vollautomatisch und die Privatbanken können angewiesen werden von der Zentralbank, das einzuziehen. Auch bei Scheinen wäre das möglich mit Chips, mit Magnetstreifen. Da bräuchte man nicht mehr wie übers in Dörgel gesehen haben, Marken hinten drauf zu kleben. Oder wir können ein Verfallsdatum bei Scheinen drauf machen, dass bestimmte, dass das
dass die Scheine immer nur bis zu einem bestimmten Datum gelten und danach müssen sie umgetauscht werden. Also es gibt verschiedene technische Möglichkeiten. Da bräuchte man eine spezielle Arbeitsgruppe auch mit Zentralbankern, um zu schauen, wie das technisch optimal zu realisieren wäre. Nur das könnten wir heute sehr einfach haben. Und ich bin überzeugt, dass der Währungsraum, der fließendes Geld einführen würde heute, eine großartige Entwicklung nehmen würde in qualitative Entwicklung. Also wie wir das gesehen haben, nicht quantitativ, das ist überhaupt nicht nötig, sondern qualitativ mit immer besseren Produkten, wo nicht eingebauter Verschleiß ist. Das ist ja in vielen Produkten heute eingebaut, wo völlig unnötig schon die Hersteller dafür sorgen, dass diese Produkte nach einer bestimmten Zeit von Betriebsstunden eben kaputt gehen und so verschweißt sind, dass man sie gar nicht mehr reparieren kann, sondern dass sie weggeschmissen werden und neu verkauft werden müssen. Das wäre alles nicht nötig. Wir könnten ein qualitatives Wachstum haben für langlebige Produkte, für wirklich gute Qualität, die ewig haltbar ist. Und es gibt überhaupt keinen Grund, dass Kühlschränke und Waschmaschinen nach wenigen Jahren oder nach 5 Jahren kaputt gehen. Die könnten 10, 20 Jahre halten. Das wäre von der Technik alles machbar, wenn das System uns nicht zwingen würde, immer mehr Wachstum zu produzieren, was sinnlos ist. Davon haben wir genug gehört im Laufe des Tages. Die Frau Merkel hat neulich gesagt, wir brauchen 3 Dinge. Erstens Wachstum, zweitens Wachstum, drittens Wachstum. Und es ist ja klar, wenn Sie diese Exponentialkurve sehen und sehen, dass der Finanzsektor viel mehr fordert, als die Realwirtschaft herstellen kann, dann wünschen sich die Politiker natürlich, uns nichts wegzunehmen, und sie wünschen sich, dass die Realwirtschaft auch exponentiell wächst. Wir haben nun gehört, dass das nicht geht. Es ist schlicht unmöglich, dass die Realwirtschaft exponentiell wächst. Das Einzige, was in der Natur exponentiell wächst, ist der Krebs. Das heißt, die Natur wächst nur dann exponentiell, wenn sie etwas zerstört. Und wenn unsere Wirtschaft auf Dauer exponentiell wachsen muss, dann bleibt ihr nichts anderes übrig, als sich selbst zu zerstören. In dieser Phase sind wir gerade. Und ich gebe dem System nicht mehr lange Zeit. Es ist wichtig, dass viele Menschen das wissen. Deshalb tragen Sie dieses Wissen weiter, erzählen Sie es weiter. Wertevolles Leben ist eine wunderbare Plattform, um die Information zu verbreiten. Wenn die große Krise kommt, dann werden Sie, wenn Sie eine Regionalwährung haben oder einen kleinen Tauschpreis, auf einer Arche Noah sein und können mit solchen kleinen Regionalinitiativen überleben, wenn die große Krise kommt. Aber im Großen wird es schwierig werden. Und ich denke, ich bin sehr optimistisch. Ich denke, in meinem eigenen Leben habe ich immer Krisen gebraucht, um selber zu neuen Erkenntnissen zu kommen. Und ich wäre nicht der ich heute bin, geworden, wenn ich nicht durch Krisen gezwungen worden wäre, über mich selbst nachzudenken und ein anderer Mensch zu werden. Und das gilt, glaube ich, für viele von Ihnen, die auch Krisen im Leben erlebt haben und hinterher, wir haben es an ein paar Beispielen im Laufe des Tages schon gehört, hinterher sagen können, die Krise hat mir gut getan. Ich habe mich dadurch weiterentwickelt. Das gilt für das Kollektiv Menschheit genauso. Wir brauchen als Kollektiv Menschheit eine Krise, um zur Besinnung zu kommen, dass wir diesen Wachstumswahn nicht weitertreiben können, sondern dass wir ein vernünftiges Wirtschaftssystem brauchen und die Basis, das Fundament eines vernünftigen Wirtschaftssystems ist ein sauberes Finanzsystem, was ich fließendes, also ein System mit fließendem Geld nenne, was kompatibel ist mit einigen anderen Initiativen, die ich heute zum ersten Mal kennengelernt habe und da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, wie man das miteinander verbinden kann. Ich bin wieder um Nachsicht. Aber vielleicht eine kleine Geschichte am Schluss noch. Sie kennen alle die Weihnachtsgeschichte. Sie wissen, da kamen die 3 Könige an die Krippe von Jesus und haben Gold, Myrrhe und Weihrauch mitgebracht als Gastgeschenk. Und Myrrhe und Weihrauch waren Gebrauchsgegenstände oder Heilkräuter auch. Und Gold war halt ein Wertgegenstand. Und stellen wir uns mal vor, und der Josef musste ja dann mit seiner Familie nach Ägypten fliehen, um politisches Asyl zu ersuchen, sonst wäre das Jesuskind ja ermordet worden. Und stellen wir uns mal vor, der hätte dieses Gold nicht mitgenommen, diese eine Goldmünze, die er vielleicht gekriegt hat, weil da unterwegs, das war ja nicht so einfach, da waren Räuber und Wegelagerer, und die haben bestimmt ausgezogen und alles weggenommen, was er hatte. Und da wäre er auf die Bank von Bethlehem gegangen und hätte gesagt, legen Sie mir bitte dieses Goldstück an, gegen 5% Verzinsung. Und wir haben schon ein bisschen was von Zinseszins gehört. Der Hoffmann aus Nürnberg hat mal ausgerechnet, was daraus im Laufe der Zeit geworden wäre.
in Goldpreisen von heute, anders kann man das nicht zurückverfolgen. Im Jahre 300, wenn es ein einziger Euro-Cent gewesen wäre, den ein einziger Cent, der angelegt hätte, wäre im Jahre 300 daraus ein Kilogramm geworden, ein ganzes Kilogramm Gold. Im Jahre 400 wäre daraus schon eine ganze Tonne Gold geworden. Im Jahre 1500 wäre daraus eine Goldkugel von der Größe der ganzen Erde geworden, von massivem Gold. Sie wissen, alles Gold auf der Erde ist ungefähr 20 Kubikmeter, alles Gold auf der Erde. Und hier hätte die exponentielle Entwicklung der Vermögensvermehrung, vielen Dank für die Information, der Vermögensvermehrung, eine ganze Erdkugel, das ist völlig unrealistisch. Im Jahre 1750 wäre daraus 1 Million Erdkugeln, massiv Gold-Erdkugeln geworden. Im Jahre 1900 wäre daraus 1 Milliarde Erdkugeln, massiv aus Gold geworden. Und im Jahre 2200 Milliarden und heute ungefähr 400 Milliarden massive Goldkugeln von der Größe des Planeten Erde. Das ist nicht der göttliche Funken, den wir in uns haben. Das ist was völlig anderes. Das ist Destruktion, nicht nur zum Quadrat, sondern zum Kubik. Und ich will Ihnen am Schluss nochmal zeigen, wenn wir den göttlichen Funken in Unternehmen umsetzen, hier ist ein kleines Unternehmen, wo wir gearbeitet haben mit Business Planning, wie sich die Leute da fühlen, wie ihnen Riesenspaß die Arbeit bereitet. Und da, wo die Arbeit Spaß macht, da ist Arbeit und Freizeit eigentlich geht fließend ineinander über. Da erfüllen wir uns durch unsere Arbeit, da gehen wir an die Grenzen unserer Potenziale. Und wenn wir diese Stimmung übertragen auf die gesamte Gesellschaft, dann können wir mit einem neuen Finanz- und Geldsystem die gesamte Gesellschaft so stabil halten, dass wir uns alle freuen, dass wir gerne leben mit unseren Nachbarn, mit unseren Kollegen und es einfach Spaß macht zu leben und wir an die Grenze unseres Potenzials kommen und unsere Aufgaben mit großem Engagement und großer Freude erfüllen. Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank, Wolfgang.